Um einen Lachs im Fluss fangen zu können, bedarf es so mancher Erfahrung. Katrin und ich hatten es schon diverse Male in vergangenen Jahren probiert, jedoch ohne Erfolg. 2015 dann gingen wir im Frühjahr und auch im Frühherbst zusammen mit Jörg und Janne Ovens gemeinsam an die dänischen Auen. Ob es wohl dieses Mal geklappt hat? Jetzt geht's los. Wir haben heute Vatertag, ey. Wir wollten nur angeln fahren. Und du schmeißt die Kissen wieder an. Genau, wir wollten eigentlich nur angeln und nicht filmen. Jetzt ist er da. Du bist kamerasüchtig. Mission Lachs geht los. Und wollen einen Blanken fangen, aber erstmal hat sich eine kleine Forelle den Rumpf gefressen. Das ist wohl eine kleine Bachforelle. Kleine Bachforelle, ja. Ja. Klasse. Erster Fisch des Tages. Kleine Bachforellen gibt es hier auch. Das ist natürlich toll, dass das nicht so eine reine Autobahn ist hier für Lachs und Meerforelle. Die will ich mal schnell befreien, aber schon, man braucht keine Angst haben vor großen Spinnern. Man sieht selber, der Spinner ist recht groß und die kleine Bachforelle hat sich nicht drum geschert. Klasse. Ich weiß gar nicht, wie ich den präsentieren soll. Das war ganz toll. Der hat ja aber voll. Alle genommen. In Schneider, toll, eine Bachforelle, klasse. Kannst du das bitte machen? Jo, mache ich. Das ist sehr nett, danke. Im Gegensatz zur Fliege bieten wir den Spinner stromaufwärts an. Und zwar immer schön an den Kanten und eine schnelle Köderführung ist gefragt. Wir zogen alle Register und versuchten wirklich mit allen möglichen Methoden einen Lachs zu fangen. Der Spinnköder war ja schon mal top. Auch die angebotene Wurmmontage von Janne war fängig. Und auch der Streamer fand seinen ersten kleinen Abnehmer angeboten mit der Fliegenrute. Aber alle aus dem Schneider? Na klar, Jörg fing natürlich den Besten. Ich hab einen Fisch drauf. Ach, schöner.
haben heute gekämpft, Herrentag, mit allen Waffen. Und wir angeln eigentlich noch gar nicht so lange. Und geile Meerforelle, oder? Blanker geht's nicht mehr. Groß ist das Team, wo ihr dein Team, wo ihr das... Ich nehme gerade die Naturidylle auf. Die Veranstalter. Ja. Ja. Wir sind zu dritt. Schmörl und Brot. Also wir veranstalten das zu dritt. Wir haben natürlich noch Security und wir haben noch... Das war schon mal ein ganz gelungener Auftakt nach Mars. Vier Angler haben gefischt, keiner war Schneider und ein guter Fisch ist auch noch gelandet worden. Lachse angeln bedeutet auch, viel Arten zu haben und wirklich oft ans Wasser zu gehen, um auch mal erfolgreich zu sein. Auch wenn wir bei diesem Ausgang keinen Lachs fangen konnten, so hatten wir doch schöne Fische gesehen und hatten die tolle Natur erleben dürfen. Bis wir das nächste Mal wieder an die dänischen Auen gefahren sind, vergingen ein paar Monate. Katrin und ich versuchten es wieder in gewohnter Weise mit der Fliegenroute und auch mit der Spinnenroute. Wieder blieben kleine Bachforellen hängen, aber diesmal hatten wir auch richtig gute Kontakte. Eine richtig tolle Meerforelle konnte ich haken, aber leider ging diese im Drill verloren. Wer so einen schönen Fisch verliert, der darf sich nicht entmutigen lassen und muss weiter angeln. Und so hatte ich auch am Abend noch Erfolg. Das ist ein Brummer. Das war aber noch eine kleine. Wow. Schöne Meerforelle. Für Flussverhältnisse relativ klein, aber ist schon ein schöner Fisch. Ich freue mich zumindest, weil ich habe vorhin eine richtig große verloren. Also ich denke mal, sie hat noch 20 cm mehr gehabt als die hier. Aber die lässt sich auch schon zeigen, ne? Toll. Schöne Mefu. Ganz toll. Kann man schön hier sehen, den Unterschied. Die Schwanzflosse, das ist typisch eine Meerforelle. Schöner Fisch. Hat sich das doch noch gelohnt. Auf dem Spinner. Geben und nehmen. Die war aber noch zu klein. Die soll schön ableichen und nächstes Jahr, wenn sie 80 ist, wieder an dein Band gehen. Dann darf sie nochmal beißen. Ich zeige euch nochmal den Spinner. Hier so ein schöner, auffälliger Spinner von Savage Gear. Der hat 18 Gramm, das ist sein Vorteil, weil ich glaube, die Farbe ist relativ egal. Der Däne, den wir vorhin getroffen haben, der hat auch alle möglichen Farben dabei gehabt. Ja, schön, klasse. Jetzt gehen wir an die Küste und wollen mal gucken, was wir da fangen, ne, Katrin? Mhm. Das machen wir. Und wieder ging eine schöne Ausfahrt zu Ende. Und die nächste folgte schon gleich ein Wochenende später. Dieses Mal war ich wieder mit Jörg zusammen an den Auen verabredet und dieses Mal war wieder das Ziel gewesen, einen Lachs zu fangen. Jörg, Mensch, Mitte September, wir sind wieder hier schön an der dänischen Au. Geil, ne? Ja, mal wieder richtig schön. Also wir haben ja beide uns schon in Schneider. Ne? Ich habe ja eine kleine Bachforelle gefangen und Jörg hat natürlich wieder eine Meerforelle gefangen. War aber leider, ich war ein bisschen weiter weg, ne, deswegen haben wir sie nicht aufgenommen. Wir haben aber noch 2 Stunden, ne, und dann wollen wir jetzt mal zusammen noch mal gemeinsam mit der Spinnenroute angreifen, ne, weil du hast auch einen tollen Nachtläufer gehabt, ne? Ich habe gerade eben, ich habe mal mit einem Wurm geangelt, wir haben enorm viel Wasser in der Au. Wasserdruck, da muss man 50 Gramm Blei angeln, um Bodenhaftung zu behalten, ne? Und habe meinen Köder angekurbelt mit dem roten Rollfaden davor, das kennt ihr ja schon. Und da kam so eine richtige Klamotte hinterhergelaufen, hat natürlich den Wurm nicht genommen, sah eher mehr aus, das Blei war interessant. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt machen wir nochmal Spinner. Und Spinner ist auch mal eine gute Waffe. Mhm. Ja, also wir werden es ja gleich mal sehen. Ne? Dann wir greifen das nochmal an. Ich bin da auch, ich habe Adrenalin. Ja. Ich glaube, wir haben eine Chance. Ich sag mal an hier.
Da geht noch was. Ja. Einen machen wir noch. Ich sag mal so, mit meiner Motivation ist es ein bisschen weiter her momentan, weil mein Rücken plagt mich so ein bisschen, weil ich habe schon 2 Stunden mit der Spinnrute verbracht und das geht mir mal extrem auf das Kreuz, aber ich will nicht jammern, ich will einen großen Lachs fahren. Wollen wir los? Du, wie gesagt, Fernsehen, Internet, rumsitzen, eine kleine Pause wird auch mal dabei. Genau. Die Schnur muss nass sein, das ist mein Motto. Genau. Und das greifen wir an. Sauber. Jetzt. Gesagt, getan und somit gingen wir sofort zurück zur Au. Fasziniert von dem Abendrot filmte ich die untergehende Sonne und wurde glatt wieder von meinem Handy gestört. Weit weg stand irgendwo Jörg und ich versuchte ihn mit dem Zoom einzufangen. Dann sah ich plötzlich, wie er mit krummer Rute und Handy am Ohr versuchte, mich anzurufen. Und schon ging's los. Meerforelle. Ist eine, oder? Würde ich sagen. Ja. Das erste Flucht, 50, 60 Meter Strom auf. Das war so geil. Toller Fisch. Ich freue mich auch, dass es heute auch mal geklappt hat. Das Vergnügen, ich darf es auch mal filmen. Der Pui, einen Augenblick später auch einen Fisch drauf bekommen. Ich denke, das ist ein Lachs, glaube ich. Ich habe es nicht genau gesehen. Kleiner. Ich glaube, dort der Kescher. Der Kameramann. Boah, ist die eben abgegangen, was? Ja, leid jetzt. Ich mach das. Da leid jetzt ein Kescher. Mal sehen, ob er das auch so gut hinbekommt. Ja, genau, Tobi, das wollen wir sehen. Bleib locker, Baby. Das ist der beste Kescher, den es gibt. Den gibt es auch nur einmal. Ich bin vorne. Lachs. Kleiner Lachsmann. Ja. Ja. Mein erster Lachs. Dein erster Lachs. Ja. Tobi. Sauber. Also ich würde sagen, also ich sage das jetzt einfach mal so, das Ding war auch eiskalt gegeidet, oder? Was aber sagst wirklich, du dazu? Das sag ich dir. So ganz schön mal um die Ecke und dann eine dicke Trutte und ein Lachs. Mein erster Lachs. Ah, hier mein erster atlantischer Lachs. Da ist er. Machen wir mal einmal so, damit man auch diese schöne spitze Schwanzflosse mal sehen kann. Da ist er. Ah, ja, ja. Er redet mit dir. Tobi. Herrlich. Tobi. Herrlich. Danke, mein Freund. Alles rein. Ich freue mich. Für ich euch beide. Auch, du. Komm mal her, Jörg. Tobi. Doppeldaumen! Super. 2 Ausgänge, Jörg. Ne? Einmal im Frühjahr, wir waren im Mai unterwegs mit Janne und mit Katrin zusammen. Ja. Da hattest du schon eine schöne Meerforelle gefangen und wir hatten ein paar Bachforellen. Heute hast du wieder eine schöne Meerforelle gefangen und ich habe meinen ersten Lachs gefangen. Und das war auch das Thema und wir wollten es eigentlich gar nicht sagen, weil ein Lachs zu fangen ist nicht so einfach. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir erstens natürlich den Film im Sack haben. Ne? Wir haben Lachs auf dem Film. Ne? Ja. Dann, dass ich meinen ersten Lachs gefangen habe. Ne? Dafür erstmal recht schönen Dank, Jörg, und dafür sollst du auch natürlich
eine bleibende Erinnerung auch haben, nicht nur als Foto. Deswegen habe ich dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Was? Nein. Weil wer mir den ersten Lachs des Lebens beschert, ne, der kriegt von mir auch einen Lachs. Ich stehe ja nicht so auf so präparierte Fische, aber da kann man sich so ein bisschen ankuscheln. Und als Lachspapst, ne, Jörg ist nämlich der Lachspapst, in meinen Augen ist er das. Ne, der ist geil, ich freue mich drüber. Der muss dann auch einen Lachs auch mal haben, den man auch mal so zum Kuscheln nehmen kann. Ne? Ich freue mich. Danke. Danke dir, Mensch. Klasse, Mensch. Das hat auch super hingehauen. Und? Ne? Ich brauche jetzt mir keine Gedanken mehr zu machen, weil ich posten soll bei Facebook. Ich habe immer einen. Guckt euch die Klamotte mal an. Ist übrigens ein 80er. Das ist ein 80er, der Front, das passt alles so. Ja. Sehen Sie aus. Ist noch ein bisschen leicht, also kann noch ein bisschen fressen, glaube ich, aber. Ja, voll und super, super gut gemacht. Ein super Schicker. Ja, das ist ein Schicker. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit Jörg. Bis dahin erstmal alles Gute. Ciao. Danke. Ciao. Ui. Danke, da freut mich. Das hätte aber nicht nötig getan.